We went to, how is it to be back in Bremerhaven? Well, it feels really good to be back. You know, this is a place me and my wife really like a lot. You know, I'm just excited about the team. And, you know, I'm just ready to get started. What type of role are you playing in the team? I'm sure I'll be, you know. The situation is not really good at the moment. It's one win out of 9 games. So what's your personal impression in the season and where do you see the ice burn? You know, I watched. You're going to play with Jerry Smith. Was that one big factor why you wanted to come back to Bremerhaven? Definitely, you know. Did you play anywhere else recently or did you have any other contract at all? No, I had no. Great. And how fit are you? Are you going to play next weekend? Well, I feel like I'm fit. Lorenzo Williams spent his offseason in his hometown, Houston, Texas. The point guard was one of the leading players on last year's Icebrain roster. Him and the other point guard, Jerry Smith, are a great combination on the court. Looking at the statistics, this was a good move to handle the bad turnover situation here in Bremerhaven. How important is he for his teammates? What do you feel like he's, what kind of position does he have? Well, we have a completely new team, so I would say for last season, the situation. The Icemen took action at the right time. To bring the team back up on the top, they really needed an experience. Hinter mir findet gerade die große Jagd statt. Das letzte Rennen und das letzte Finale, auch für Marcel Barth, der höchstwahrscheinlich nicht auf dem Siegerpodest stehen wird. Das wird, glaube ich, die Nummer 9 und das sind Kaltz und Kaisse. Wie fühlt sich so ein Sieg an? Ja, jetzt zum dritten Mal natürlich wieder wunderschön. Und hast du denn damit schon gerechnet mit dem Sieg? Nein, mit so einem Sieg kann man niemals rechnen. Warum hat es nicht gereicht am Ende? Die Beine waren nicht gut genug auf jeden Fall. Hattest du da schon mit eigentlich auch gerechnet oder? Ja, also ich war definitiv eher darauf. Was fühlst du denn gerade in diesem Moment? Ja, ein bisschen Wehmut, aber auch viel Glück. Und wie hat sich das auf der Rennbahn angefühlt jetzt das letzte Mal für dich? Ja, kann man schwer beschreiben. Der Marcel Barth, das ist ja sein letztes Rennen. Und wollen Sie ihm vielleicht noch mal irgendwas sagen oder auch, was ich gerne wissen möchte, was ist so besonders an ihm? Also erstmal wünsche ich ihm viel, viel Glück für das Leben nach dem Radsport. Sechs Tage wird in Bremen mal wieder Rad gefahren. Angeschossen hat Jette Job. Und wir hatten die Chance, mit der großen Designerin im Vorfeld schon mal zu sprechen. Haben Sie denn schon mal andere Sporttrikots entworfen oder war das das erste Mal? Das war das erste Mal und es ist, macht Spaß.